sieben Jahre gesessen. Warum? Alles mögliche. Wie haben die euch angesprochen? Er hat bei uns gekommen. Ist auf euch gekommen? Ja. Nein, ich war. Ich hab einen. Ach, du hast einen Freund? Ja. Wie lange? Zwei Monate, okay. Seit zwei Monaten, wo habt ihr euch kennengelernt? Bei einer Party über meine beste Freundin. Okay, wie habt ihr euch da kennengelernt? Ganz einfach, wir haben einfach rumgeleckt. Oh. Warte, da ist die Polizei. Mama, da ist gerade die Polizei. Abend. Geben, Bruder. Danke fürs Unterbrechen. Jo, Freunde, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen... Digga. Ist das Bild schief? Sehe ich das nur? Yeah, jetzt hat es endlich geklappt, verdammt, Alter. Props gehen raus an den Kameramann. Nach 10 Versuchen hat er es geschafft, auch mal diesen Effekt zu machen. Machst du nochmal Doppelklick. Nochmal? Du musst viel langsamer kommen, Bruder. Und ja, warte, lass mal kurz testen. Digga, warum geht das nicht? Bruh. Digga, du musst es ordentlich halten. Du hältst das komplett... Bruder, wenn V ist, musst du runterhalten. Aber noch komm mal ordentlich, Bruder. Du kommst wie eine... So, Freunde, wir befinden uns auf jeden Fall wie immer in der Stadt. Also ich fühle mich hier am wohlsten bei mir im Wohnzimmer. Ich muss echt sagen, eine Frechheit, was sie da ohne mein Einverständnis gemacht haben hier vorne. Ja, da gucken die Leute, ne? Haben die hier irgendwelche Zelten aufgebaut? Ich flipp gleich aus, Alter. Ich muss ehrlich gesagt gestehen, es ist derbe kalt. Ich lasse es mir aber nicht anmerken. Was willst du eigentlich drehen? Ich habe überlegt, ich werde heute zu irgendwelchen Leuten gehen. An der Stelle ganz kurz, meine Haare sitzen gar nicht. Ich habe es heute nicht geschafft, zum Friseur zu gehen. Deswegen habe ich mir auch die Haare nicht gestylt. Wie gesagt, ich gehe zu den Leuten und ich sage zu denen, holt mal euer Handy raus. Und wenn die ihr Handy rausholen, schaue ich mir den letzten Kontakt in deren Kontaktliste an. Und die Person müssen die dann anrufen und verarschen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was da heute für Reaktionen rauskommen, wen wir da anrufen werden. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Meine Hand ist ein bisschen eingefroren. Checkt den ersten Link in der Beschreibung ab. Dort kommt ihr zu meinem Reaction-Kanal. Da ist jetzt gerade auch ein neues Video online gekommen. Lasst uns direkt loslegen. Ciao. Wir haben jetzt die nächsten, was heißt die nächsten? Das sind die ersten zwei Kandidaten. Könnt ihr einmal auf süß machen? Ja. Wenn ich gleich komme, einfach süß machen. Was los ist jetzt? Woher das Grinsen? Bei dem Wetter. Weiß ich nicht, ich bin ein bisschen nervös. Nervös? YouTube-Video drin. Du warst noch nie im YouTube-Video drin. Da machen wir das mal ganz kurz so. Wir beruhigen uns kurz. Lockert euch mal ein bisschen auf. Sehr gut. Vamos! Ja, vamos, Jungs! Du sprichst Deutsch wie ein Anwalt. Komm mal jetzt rein. Bevor ich dir die Cappy umdrehe. Geh mal raus, Chantal. Jawohl. Eine Frage: Hat irgendjemand sechs am Lotto gewonnen? Warum freuen die sich so? Komm mal ganz kurz rein. Jetzt haben wir den ersten Häftling. Ja. Was geht? Worüber? Wie geht's? Gut. Dir? Gut. Mir? Gut. Uns? Gut. Dir? Gut. Ihm? Gut. Er? Gut. Sie? Ja. Da haben wir jetzt auch einen Fotograf. You're the photograph? Ja. What's your name? Alles klar. Weil du YouTuber bist. Ja. Fame, ne? Ja. So. Ja. Fremdscham-Level erreicht. Zieht ganze Zeit parallel, ne? Und es kommt die ganze Zeit in meine Richtung. Wofür Parfüm heute Morgen gemacht? Entschuldigung. Alles gut. Ja, wir drehen das gerade. Kennst du Interpol? Ja, kenn ich. Kennst du, wir sind heute die Azubis von Interpol. Ja. Wir suchen heute Strafhäftlinge. Hast du das Auge für Strafhäftlinge? Ja, ich habe 7 Jahre gesessen. Warum? Alles mögliche. Diebstahl, alles. Was noch? Betrug. Was für ein Betrug? Kreditkartenbetrug oder Enkelbetrüger? Ja. Bruder, die machen Sparring auf Straße. Wir sind aus London, ne? Damit ihr Bescheid wisst. Okay. Family Bridge kennt ihr? Ja. Kennt ihr, ne? Ist ja in der Mitte zentral von London. Ja. Kennt ihr, ne? Alles klar. Komm du auch mal ein bisschen hier hin. Komm mal in die Mitte von den zwei Kartoffeln. Gerade Ausbildung. Wo machst du Ausbildung? Bei Deutsche Bahn Zugbegleiter, also. Kontrollierst du auch Züge? Ja. Digga, wenn ich einmal im Zug sitze, ne? Und meine Fahrkarte nicht mit hab, wir haben zusammen ein Video gedreht, Rallas fertig. Nicht kontrollieren. Nein. Bruder, bei dir ist irgendwo eine Biene drin, ne? Du kannst nicht. Er kann nicht einmal still stehen bleiben, ich schwöre. Süß. Oh mein Gott. Küsst euch an. Oh mein Gott, das sieht man nicht oft in Hamburg, ey. Wie süß. Kennt ihr euch alle oder was? Nein, wir haben gerade uns kennengelernt. Gerade kennengelernt. Die Jungs haben euch angesprochen, ne? Ja, die was? Wollen unsere Nummer haben, ne? Jetzt Kelleck. Stellt euch mal ganz kurz namentlich vor. Murat. Türke, ne? Türke. Türkmüssen. Türke. Ich bin Hanna. Hanna und? Jenny. Alina. Alina und? Angelina. Okay, Jenny, es war ein bisschen unmotiviert, so Jenny. So, mir ist direkt aufgefallen. Nicht Angelina, sondern, kannst ein bisschen näher kommen, sondern Alina. Hat einen Höllenlippenstift aufgetragen, Digga. Das ist aus der Hölle, der Lippenstift. Was ist das für eine Farbe? Dunkelbraun. Dunkelbraun, wie bist du darauf gekommen? Ist das Lippenstift oder Krebs? Lippenstift. Ihr seid zusammen? Ja. How long? Just 1 month. 1 month? Just know each one for 2 months. Normal, das habe ich jetzt nicht verstanden. Murat, mal kleine Frage an dich. Wie schaut das Gefängnis aus? Viele sagen ja, Gefängnis ist entspannt. Andere sagen, Gefängnis ist nicht entspannt. Was sagst du? Das ist eklig. Wieso? Das ist voll stressig und hat Papierkram, ne? Ja, ja. Wie sind die zu euch gekommen? Aber hier riecht eine Hand. Wie haben die euch angesprochen? Er hat bei uns gekommen. Der hat uns gekommen. Auf euch gekommen? Ja. Nein, ich war. Ich hab eine. Auf jeden Fall. Guck mal. Die sind. Der Typ kommt rein und raus. Wie so Dings. Er denkt, das ist eine offene Tür hier. Die haben euch angesprochen, die Jungs, ne? Ja.
Die meinten, ja, können wir eure Nummer. Ja. Er meint zu mir, du siehst so hübsch aus, brauchst kein Foto zu machen. Deswegen, kann ich deine Nummer haben? Wer? Der da. Hast du gegeben? Nö. Warum? Ist nicht so leicht zu kriegen, ne? Nein, ist nicht so schön halt. Krieg ich deine Nummer? Ja, gerne. Aber Kelleck, sie sagt, die ist nicht so leicht zu kriegen und dann gibt die direkt. Brauner Lippenstift. Ja. Wer hat dir erzählt, dass man das so tragen soll? Meine Schwester. Deine Schwester? Okay, ist deine Schwester jünger oder älter? Älter. Älter, wie alt? 21. 21, okay. Und die hat dir gesagt, das sieht gut aus? Ja. Alles klar. War das die Einzige oder haben das schon öfter Leute gesagt? Die Einzige. Dann hast du wohl die Bestätigung, ne? Wo habt ihr euch kennengelernt? Wie sagt man es auch Englisch? Hat dich gefreut auf jeden Fall. Wir sehen uns. Und genau, dann würde ich sagen, also würdest du jedem, der das Video jetzt sieht, empfehlen, da keine Scheiße zu bauen? Ja, auf jeden Fall. Gefängnis ist auf jeden Fall total abgefuckt. Sollen die ihre Schule machen? Ja, Schule machen und keine Straftaten machen. Keine Straftaten. Also Leute, reißt euch am Riemen. Wenn ihr eine offene Tasche in der Bahn seht, nehmt sie einfach. Holt mal euer Handy raus. Hanna, wir machen das so. Ich muss echt sagen, es ist unnormal kalt. Du rufst den letzten Kontakt, beziehungsweise den letzten Kontakt in deiner Telefonliste jetzt an. Ja, du hast es auf jeden Fall mal ganz, ganz richtig verstanden. Das sind die Kontakte, aber du musst auf die Anrufliste gehen. Wer ist Badar? Ein Freund. Hast du einen Freund? Ja. Bruder, wofür haben die Leute ein Handy? Ich habe euch so ein bisschen spontan gesehen. Erstmal habt ihr ein bisschen auf teuer gemacht, seid weitergegangen. Ja. Ja, und warum seid ihr dann wieder zurückgekommen? Ja, keine Ahnung. Hatte doch Bock auf ins Internet zu kommen, ne? Ja. Wie sah dein Alltag da aus? Ich habe gearbeitet, von 7 Jahren, 3 Jahre habe ich gearbeitet, 4 Jahre habe ich im Zelle gesessen. Was war entspannter, arbeiten oder sitzen? Ja, sitzen war noch entspannter. Oder wer ist Hamudi? Mein Ex. Wer ist Ali? Du hast nur Ali Jungs. Ali ist mein Freund. Das ist aber seine Anrufnummer. Er hat 2 Nummern. Heißt er jetzt Ali oder Badr? Ali heißt mein Freund. Ali mit dem deutschen Ausweis und Badr mit dem anderen Ausweis oder was? Warum geht denn keiner ran? Er schläft höchstwahrscheinlich. Um diese Uhrzeit? Ja. Besser, Mann. Everyday Saturday. Und zwar, guck mal, holt mal bei Angelina. Ich sag dir ehrlich, ne? Lippenstift geht schon gar nicht, ne? Aber was ist das für ein Legel? Kannst du dir einmal in die Kamera zeigen? Jetzt? Bruder, eigentlich, ne? Eigentlich macht man doch mal Nägel einfarbig, ne? Manche Mädchen machen sogar hier den Ringfinger, machen die mit einer anderen Farbe oder mit so Steinchen, ne? Aber das habe ich echt noch nie gesehen. Aber raufgeklebt. Hast du raufgeklebt? Ja. Also kannst du wieder abmachen. Ja. Dann mach ab den Scheiß. Jetzt habt ihr den nicht die Nummer gegeben, ne? Mhm. Aber sucht ihr andere Jungs? Nein. Nein. Wir suchen nicht keinen. Die kommen zu uns und nicht wir gehen zu denen. Weil ihr? Hübsch sind. Nicht. Holt mal beide eure Handys einmal raus. Hä? Mein Akku ist leer. Ach, Akku, ich hab am Nachhinein verstanden. Dein Akku ist leer? Ja. Dein? Muss ich gucken. Musst du gucken. Ja, ist noch vorher eigentlich schon. Ja. Wie viel Akku hast du noch? Weiß ich gar nicht. Weiß ich gar nicht. Steht oben rechts, weiß ich nicht. Aber würdest du sagen, das hat was verändert? Ja, ich bin ein bisschen intelligenter geworden, ein bisschen schlauer, ne? Durch Gefängnis? Ja. In welchem Sinne? Ja, ich hab daraus was gelernt halt, ne? Okay. Dass man keine Straftat machen muss. Das lohnt sich halt nicht. Lohnt sich nicht, ne? Das lohnt sich. Aber Bruder, das ist dir echt ein bisschen spät aufgefallen, ne? Ja. Hallo? Du, ich muss mit dir reden. Kannst du rauskommen? Mir geht's gerade nicht so gut und ich brauche dich. Rauskommen? Du sollst telefonieren. Kannst du kurz rauskommen? Ich muss mit dir reden. Was du rauskommen? Du sollst doch telefonieren. Er soll rauskommen. Hier hin? Ja. Hä? Frag ihn mal als erstes, ob er lauter reden kann. Rede lauter! Ja, komm. Sorry, ich muss so auflegen. Also ich weiß nicht, mit wem ich da rede. So. Okay, aber ich kann gar nicht draußen telefonieren. Warum? Weil es nicht geht bei mir. Wieso geht das nicht? Ja, weil ich alles ausgebucht habe. Also kommt da Rechnung rauf? Ja. Ach. Ich habe zu viel mit Dings telefoniert, also mit meinem Freund. Ach, du hast einen Freund? Ja. Wie lange? 2 Monate. 2 Monate, okay. Seit 2 Monaten, wo habt ihr euch kennengelernt? Bei einer Party, über meine beste Freundin. Auf einer Party? Okay, wie habt ihr euch da kennengelernt? Ganz so einfach, wir haben einfach rumgeleckt. So und alles gut, Digga, wir haben rumgeleckt. Wir haben Golf gespielt, alles gut. Bist du YouTuber? Twitter. Ja. Wir machen gerade Livestream auf Twitter. Warte mal, ich guck mal kurz Kommentare. Die finden euch voll hübsch. Ja, bin ich hübsch? Die rechte ist hübsch. Die rechte ist hübsch, sagen die. Nein, auch von der anderen Seite. Sie. Sie ist hübsch. Du hast dich gefreut, ne? Ja. Ich guck nochmal Kommentare. Jetzt ist die linke hübsch. Aber nein, von der Seite aus, ne? So, wir rufen mal jemand anderen an. Wer ist Baby? Sag nicht, das ist die dritte Nummer jetzt. Ich dachte, das ist WhatsApp. Also ich muss echt sagen, so die Generation heute ist ja so, man muss ja gar nicht mehr fragen, so ey, wollen wir zusammen sein? Einfach rumlecken und man ist zusammen. Ja. Wie heißt denn dein Freund? Seljo. Wie? Seljo. Seljo, okay. Wo ist die Nummer von Seljo? Guck. Kann ich anrufen. Bruder, gib mir mal dein Handy, weil Digga, ich hab mein Handy gar nicht mit, Digga. Sag mal die Nummer. Guck doch selber. Ich kann nicht lesen.
176. 176, okay, ja. Die 0 willst du nicht sagen, danke. 0176. 58. 59. 58! Achso, 58. Von was bist du genau abhängig? Von alles. Was zum Beispiel alles? In. Okay. Ja. Oder du hast ja komplett alles mit reingenommen, ne? Ja. Das würdest du auch keinem empfehlen, ne? Ja. Ich kann euch sowas nicht empfehlen, weil das macht euch nur kaputt, ne? Ja, das macht einen kaputt. Willst du aufhören? Irgendwann, ja. Wenn ich mal 60 bin. Wenn du 60 bist, willst du aufhören? Ja. Nicht früher? Nicht früher, ja. Nehmt euch auf jeden Fall kein Vorbild und macht was draus. Auf jeden Fall, ja. Perfekt, hat mich gefreut, Murat, ne? Wir sehen uns. Ja, wir sehen uns. Ciao, ciao. Sagst erstmal, wie geht's dir? Dann sagt er, ja, gut dir. Dann sagst du, mir geht's nicht so gut gerade. Was macht der später FIFA draus? Verdammt, Sergio, gerannt, Alter. Wie ist das in der Beziehung? Findest du, in 2 Monaten ist dein Freund wirklich immer für dich da? Manchmal ist er nicht für mich da. Wie jetzt? Ja, eigentlich wie jetzt so, weil wir immer öfter streiten im Moment. Ja. Und ich Was ist der Hauptgrund, warum ihr streitet? Mädchen und Jungs. Gefällst du ihm nicht? Nein. Wieso? Er meinte, ich bin nicht so hot für ihn. Wann ist denn eine Person hot für ihn? Also er meinte zu mir so, wenn ich für ihn so ein bisschen was mache, einen auf den, so, also Lapdance und so, einen auf den. Alles klar, okay. Hab ich auch für ihn gemacht, so. Nicht gemacht hättest du, dann wäre er ja zufrieden. Hast versucht es zu machen. Ja, zu machen, also. Aber er fand es halt noch nicht so gut, so. Musst du üben. Guckst du dir auch zu Hause Videos an? Ja. Ehrlich jetzt? Du guckst dir Videos auf YouTube an, so wie man da richtig so Lapdance macht? Ja. Okay. Okay, das war's dann eigentlich. Wie gesagt. Haben noch meine Haare jucken. Ich hab das Gefühl, ich hab Läuse bekommen hier, Digga. Harte, Bruder. Ich glaub, der hat mir Läuse gegeben, haben wir noch rein. Hau rein, Bruder. Wer ist Mehmet? Oh, mein Ex. Willst du mich verarschen? Wenn ich jetzt noch einen ausländischen Namen höre, ne? Dann fliegt dir irgendwas. Wie viele Ex-Freunde hattest du denn? Hast du so viele Finger? Ja, ungefähr 5. 5 Ex-Freundinnen, was für ein Zeitraum? Diesem Jahr. In diesem Jahr? Ja. Schäm dich. Wie ist dein Code, Daniel? 23? 05. Falls ihr das Handy, ein iPhone 11 Pro, ne, auf der Straße findet, ihr habt den Code jetzt. Oha, das war ein etwas anderes Gespräch. Ich habe das selber gerade nicht erwartet. Ich schwöre auf alles, das war wieder spontan. Ich ziehe wieder die Leute an. Und deswegen, ich dachte mir, das wäre ein ganz normaler Typ. Aber der saß einfach. 7 Jahre. Nehmt euch auf jeden Fall kein Beispiel, Freunde. Vielleicht muss ich ein paar Sachen rausschneiden wegen YouTube oder zensieren. Und jetzt geht weiter. Jetzt flachst mir wieder Leute. Kommentare habe ich jetzt ausgemacht. Die wurden eben angezeigt. Ja, sag mal ganz kurz was. Ich bin nur hart. Ja, komm hier hin. Hallo, Leute. Nimm das verdammte Ding nicht im Mund. Kannst du einmal singen? Ja. Was kannst du singen? Aber auf Arabisch. Ja, singen. Aber oha, nicht, dass er in Claim kommt. Guck mal, ich gebe dir jetzt ein Lied und du singst das auf Deutsch nach, okay? Sag mal, wir ziehen durch die Straßen und die Clubs dieser Nacht. Also ich bin eine Sängerin. Du bist eine Sängerin? Ja. Na dann sing jetzt. Ich habe ja 4000 Abonnenten auf Instagram und so, aber ich kann leider... Ich bin leider nur auf... Ich kenne safe jeden Dings, ne, in deiner Stadt. Ja. Ja, Mann, krass. Also wie viele Einwohner hat deine Stadt? Ja. Mehr als 100.000? Ja. Ja, Mann, krass, aber mit 4000 Abonnenten kenne ich dann die ganze Stadt. Heftig. Weiß deine Mama, dass du einen Freund hast? Dass ich einen Freund habe? Ja. Nein, weiß sie nicht. Was meinst du, wie wird sie reagieren? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht so begeistert. Was sagen wir meiner Mama? Kriegen wir hin. Spontan. Sag erstmal, wie geht's dir, wenn sie sagt, wie geht's dir, sagst du nicht so gut. Aber wenn sie fragen, warum, dann sag ich dir. Mama? Ja. Wie geht's dir? Noch nicht so gut. Warum? Was gibt es, Hannah? Ja, was soll ich jetzt sagen? Mir geht's nicht gut. Ja, mir geht's nicht gut. Ja, was heißt das nicht gut? Ich bin gerade bei Rossmann gewesen. Wo bist du gewesen? Bei Rossmann. Ich habe wieder Hausverbot bekommen. Boah, das solltest du nicht sagen. Bei Rossmann? Ja. Ich habe Hausverbot bekommen, weil ich einen Schwangerschaftstest klauen wollte. Hanna, wo bist du jetzt auf dem Weg nach Hause? Nee. Ich bin noch an der Alster. In Heimat, im Polizeiauto. Die Polizei kommt gleich. Was hast du gemacht? Ich habe was bei Rossmann geklaut. Schwangerschaftstest. Hanna, ich glaube das echt nicht. Bist du jetzt noch bei Rossmann? Nein. Ich esse gerade einen Burger. Ich bin gerade mit Jenny beim Dönerladen und warten auf den Polizeiwagen. Wieso hat denn Rossmann schon auf? Dann noch auf? Hanna, kannst du mal mit mir reden? Ich höre nichts. Ja, Mama, ich hab bei Rossmann was geklaut. Ja, musst du jetzt für gerade stehen, ne? Kann ich nicht. Meine Hände sind ein bisschen gebunden wegen den Handschellen. In der kurzen Zeit, wie ist das? Sagst du, seid ihr euch da schon näher gekommen? Wir sind schon öfters näher gekommen, aber er hat es immer abgeblasen. Er hat geblasen, alles klar, Digga. Kranker Typ, Digga. Rollt aus, meine Fresse. Was hast du geklaut? Schwangerschaftstest. Werde ich dazu angeleitet? Mein Freund. Ein Freund von mir. Schöne Freunde hast du, Hannah. Warte, da ist die Polizei. Mama, da ist gerade die Polizei. Warte mal kurz. Ja, dann. Warte mal kurz. Abend. Guten Abend. Sind Sie die Erziehungsberechtigte? Ich bin die Mutter, ja. Okay, wie ist denn Ihr Name, bitte? Mit dem
denn bitte? Mit Siegmann von der Kommission. Ah, okay. Ja. Und zwar, wie lautet der Name von Ihrer... Darf ich einmal deine Personalien? Ich habe meinen Ausweis nicht dabei. Du hast deinen Ausweis nicht dabei. Irgendeine Ansprechpartnerin, deine Freundin, hast du einen Ausweis dabei? Ja. Hol sie mal den Ausweis raus, statt hier am Energy weiter zu trinken. Okay, und Sie sind die Mama. Hat Ihre Tochter sich schon aufgeklärt? Sie hat mich gerade angerufen. Sie hat erzählt, sie ist beim Diebstahl erwischt worden. Ja, ich sag ja immer so schön, wenn man klaut, dann bitte nicht erwischt werden, ne? Gar nicht erst machen, am besten. An sich gar nicht machen, aber bei mir war das ja auch nicht anders. Ich habe mich nur nicht erwischen lassen. Ja, hab so abgebrochen, weil er meinte so, er hat keinen Bock so und so auf den, so meinte er so. Wie kann man sich das denn vorstellen? Ja, wir waren halt in der Schule so und dann wollten wir halt das machen. Ne? Was wolltet ihr machen? So eine in der Schule? Ja, in der Schule. Da war halt kein Lehrer und so, haben wir jetzt halt da so ein bisschen, wollten wir halt machen, aber er hat halt dann abgebrochen. Darf ich einmal den Ausweis? Sag mal, was ist denn das für ein arabischer Ausweis? Sag mal, wie heißt du? Jenny. Jenny, geboren in Hamburg. Okay, 24, kannst du nochmal einen Streifenwagen schicken? Okay, verstehe. Geburtsdatum? 20.07.2002. Sag mal, warum stehen da die Hobbys drin? Tennis? Okay, ganz komisch. Deine Mama tut mir leid. Ich schwöre, die Mama tut mir richtig leid. Sie glaubt, wird mir das nicht glauben, wenn ich sage. Löse auf, das ist ein Prank. Mama? Ja, Hanna? Das war alles ein Fake. Es ist ja für ein YouTube-Video. YouTube-Video? Ja. Hallo, wir wollten die Reaktion ein bisschen auf der Straße testen. Haben Sie uns das abgekauft? Ja, natürlich. Man geht ja nicht davon aus, dass es immer ein Joke ist, oder? Ja, klar, aber ich meine, Ihre Tochter sieht wirklich nicht so aus, als würde sie sowas machen. Dankeschön. Ja? Ja, witzig, Perla. Ach komm, Sie lächeln doch gerade, oder? Ich hab dich lieb, Mama. Heiße Ohren von dir. Ciao, ciao. Schönen Abend. Ich grüße deine Mama nochmal. Sorry nochmal. Wir testen leider solche Sachen. Aber sie hat wirklich am Ende noch alles mit Humor genommen, ne? Ja. Und am Ende, trotzdem kriegt sie Ärger. Das ist dann halt nicht mehr mein Problem. Ach, du bist auch noch hier? Ja. Alles klar. Ich muss sagen, also manche Menschen haben ja wirklich eine SIM-Karte, aber die gehen nicht ans Handy. Oder kennt ihr die Leute, die rufen euch an und wirklich nicht mal eine Sekunde später, ihr ruft die zurück und Mailbox. Was ist in der Zeit passiert? Das frage ich mich mal. Oh. Abo, ich habe gerade versucht zurückzurufen, ich habe mich anonym angerufen. Spaß. Und bei dir, du hast Freund? Nein. Nimm mir das nicht übel, aber änder mal die Lippenstiftfarbe, mach diese verdammten Nägel ab und dann wird das. Ja. 100%, glaube ich fest dran. Mach ich. Alles klar. Du hast auch solche Nägel? Ja. Dann gebe ich dir nicht die Hand. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Krieg das, krieg das auf die Reihe, krieg das gerade gebogen mit deinem Freund und lass dich nicht schwärpeln. Du Idiot! Du Idiot! Galbi Fihab! So Freunde, das war's auf jeden Fall mit dem Video. Ich hoffe, es hat gefallen und unterhalten. Wenn ja, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Ich muss echt sagen, ich habe ein Loch im Bauch. Ich habe echt Hunger und ich bin echt müde gerade. Ich könnte echt einschlafen.